Hallo, ich bin die Martina von Tricky Horse. Ich teste schon seit einiger Zeit den neuen Hufschutz von Megasus. Und heute wollte ich euch einmal zeigen, wie wir den Megasus am Pferd montieren. Ich habe euch schon die Demontage gezeigt, ich habe euch gezeigt, wie gut der Matsch hält, ich habe euch gezeigt, wie gut sich mein Pferd mit dem Megasus entwickelt hat. Und heute möchte ich euch zeigen, wie man den Megasus eigentlich auf einen Huf draufklebt. Dafür habe ich einen Experten mitgebracht, und zwar das ist der Charlie Forstner vom Megasus Team. Und er wird euch gemeinsam mit mir jetzt Schritt für Schritt zeigen, wie wir diesen Megasus am besten auf einen Huf draufkleben. Seid dabei! Was ist jetzt wichtig dazu beachten? Also muss ich jetzt irgendwas speziell raspeln oder kann ich ganz normal die Hufe machen wie immer? Also ich mache zuerst den Huf einmal ganz normal wie immer und richte ihn zu. Und dann mache ich mir da, wie es beim Barhof auch so ist, ich habe da beim Barhof meistens eine ganz leichte Zehenrichtung drauf. Mhm. Die habe ich ja jetzt unten und vorne weggeschliffen. Und damit der Huf nicht unnatürlich lang wird, auch während einer ganzen Periode von 5-6 Wochen, mache ich da so eine Kante, wo ich die Clips dann anlege und wo ich nicht schon im Vorhinein den Huf künstlich verlängere. Okay. Was ich jetzt noch machen werde, ist, ich werde die Oberfläche vom Huf ein bisschen aufrauen, damit der Kleber dann einfach besser am Huf dran hält und nicht so schnell hinuntergeht. Also was man an dem Teil jetzt gut zeigen kann, ist, dass der Huf mit seinen vertikalen Bewegungen diesen Hufschutz gut verziehen kann. Also diese Bewegung lässt sich gut machen, weil die harte Komponente, die blaue, nicht durchgeht. Die ist da in der Mitte unterbrochen, da gibt es nur weiches Material. Deswegen kann man diese Bewegung gut machen. Und wenn wir wollen, dass es stabiler ist, dann können wir das mit dem Stabilizer auch noch mehr stabilisieren, indem wir den einschlagen, dann habe ich diese Bewegung nicht verhindert komplett, aber eingeschränkt. Okay, also hier sieht man relativ gut diese Kante, von der du gesprochen hast. Und jetzt verstehe ich erst, warum die Kante so wichtig ist. Der Charlie hat mir nämlich gerade gezeigt, dass man jetzt mal die Clips, wir haben das jetzt abgezwickt, dass man es ein bisschen besser sieht, wie die Clips eigentlich eingeschlagen werden müssen in den Huf. Und dann hat er mir das so gut erklärt, dass wenn ich jetzt das schön dran mache und den Huf dann hineinschiebe, dass man dann extrem gut sieht, dass die Clips sehr nah am Huf dran sind. Gell? Warum ist das jetzt aber so wichtig? Also wenn er so eingespannt ist, der Huf, dann sieht man jetzt schon, dass der Hufschutz haltet. Mhm. Ohne dass er angeklebt oder angestickt ist. Und das ist notwendig, damit man sorgenfrei kleben kann und damit der Kleber auch während des Verklebens keinen Schaden kriegt. Okay. Das heißt, jetzt ist es total safe, wenn das Pferd einmal drinnen steht im Hufschutz, die Clips angeschlagen sind, dann kann ich ganz sorgenfrei kleben. Da hast du jetzt eine coole neue Zange, glaube ich, gell? Mit der kannst du da jetzt einfach dran klipseln und oder was genau ist das? Genau, wenn man genau reinzoomt, dann sieht man da jetzt vielleicht, dass dieser eine Clip noch ganz leicht Luft hat. Und wenn du jetzt versuchst, diesen Clip, vielleicht so sieht man es, und dann probieren wir das so, dass du so, setzt die mal an da, genau auf den, und jetzt einmal drückst, jetzt haben wir abgerutscht, genau auf die Kante, und jetzt, zack, hat man gesehen, jetzt hat er sich noch angeschmiegt, das ist ein Millimeter, und macht das ganze Ding dermaßen stabil, dass es sich auch drinnen nicht mehr verdreht. Das heißt, alle Schub- und Scherkräfte gehen komplett in diese Aufzüge, werden gar nicht vom Kleber gehalten. Der Kleber hält das Teil nur oben. Sehr cool. Okay, das Erste, was ich jetzt mache, damit ich einmal diese Platte für die Luisa zurechtschneiden kann, ist, dass ich mir da oben einmal diese zwei Clips dran mache. Weil die sind wichtig, hat der Charlie gemeint, damit ich dann überhaupt weiß, wo der Hufschutz drauflegen muss. Das heißt, die schlage ich einfach ein bisschen so an, links und rechts. Dann habe ich so in etwa, wie sie passen. Ich glaube, das passt ganz gut, oder? Bisschen fällt's noch rein. Stopp, ja. Ein bisschen noch, dass dann eiern wir drauf herum, dass das ganz genau ist. So, dann nochmal. Stopp, genau. Perfekt. Okay, das schlage ich dann so rein, weil jetzt kann ich dann dieses Teil nehmen, die Platte nehmen
und die Luise ihren Huf dran machen, damit ich dann rundherum abzeichnen kann, wie groß Luise ihre Hufe eigentlich sind und wie die Platte für die Luise passen muss. Weil so kann man wirklich so eine Megasus individuell anpassen auf jedes Pferd und jede Hufform. Was ich beim letzten Mal anpassen selber gemerkt habe, ist, dass es ganz wichtig ist, dass man da wirklich ziemlich gerade runtergeht. Gell? Mhm. Das heißt, wie macht sie das? Ihr geht von da runter eine Linie entlang gedacht und dann macht sie hier quasi diese Mittellinie, also den Strich. Genau, dass wir den Huf schön gerade in den Hufschutz reinstellen. Genau, weil wir haben das ja da im Megasus ja auch schon markiert, gell, dass das die Mitte ist. Da ist ja sogar ein Pfeil dran, dass man sich, glaube ich, leichter tut oder so. Genau. Und dann habe ich dann hier auch nochmal die Mittellinie, damit ich es dann, wenn ich es dran mache. Und dann soll das, die Mitte, auch wirklich in den Mittestrahl sein. Also jetzt ist es wichtig, dass ich diese, die ich angezeichnet habe, dann wieder gerade mache, hast du gesagt, gell? Genau. Jetzt schiebe ich da hinten ein bisschen den Ball ein bisschen vor, genau. Schiebe das raus. Genau, den Hufschutz. Ja, schiebst sie richtig fest rein, genau, dass sie andrückt. Und jetzt markiere ich den ganzen... Schau da hinten, ob wir da gerade sind, beim Strahl. So, so steht sie drauf und jetzt können wir gut anzeichnen. Also wie ihr seht, haben wir jetzt diesen Megasus an die Hufgröße von der Luise angepasst, indem wir den markiert haben, wie vorhin im Video gezeigt. Jetzt muss ich ihn auch zurechtschneiden, weil so kann ich ihn natürlich nicht auf einem Pferdehuf hinaufgeben. Dazu kann man relativ gut eine im Baumarkt erhältliche, heißt das? Stichsäge sich besorgen und dann einfach zuschneiden. Also wer sich das nicht zutraut, kann das wen machen lassen. Ich probiere es jetzt eigentlich das zweite Mal so wirklich. Eben wird es schnell gesägt. Man muss langsam sägen und man soll fest drauf drücken. Schauen wir mal, wie gut ich mich damit tue. Genau, dass das nicht flattert. Also man sieht, ich habe das jetzt zugeschnitten, da bin ich halt noch nicht ganz so rund geworden. Da ist es schon etwas runder geworden, also mit dem zweiten Versuch war es dann eigentlich gar nicht so schlecht. Das macht aber nichts, weil das machen wir dann mit der Flex eigentlich wieder rund, gell? Also wir haben jetzt diesen Megasus, diese Sohle schon mal zurechtgefeilt und zurechtgeschnitten und auch mit der Flex zurechtgemacht. Wie ihr vielleicht sehen könnt, haben wir hier so eine kleine Kante noch hineingemacht, damit das Pferd sich nachher, wenn es dann steigt, nicht auf den Megasus draufsteigen kann. Das heißt, mit der Flex kann man dann hier wirklich alles ziemlich so anpassen, wie man es dann im Endeffekt braucht. Also was mir aufgefallen ist, dass manchmal diese kleinen Stufen dann zu lang werden. Also wie kann ich das dann lösen, wenn ich da zu viel weggeschnitten habe, dass die dann nicht irgendwo anstoßen? Genau. Wenn wir da viel gekürzt haben beim Megasus, dann ist das ziemlich kurz geworden und diese Platte geht dann zu weit rein. Dann kürzen wir da diese Platte, wenn du das einmal kurz haltest. Dann schneide ich da was weg. So, dann ist das gekürzt. Mhm. Und dann sieht man, wenn man das so herhält, dann kann ich das viel leichter reinschieben, dann hat der Platz genug. Und dann setzen wir ihn da jetzt an. So, und das machen wir mit den restlichen auch noch so. Okay, das sieht man jetzt recht gut. Wenn man da ein bisschen hineinzoomt, dass jetzt wirklich mehr Platz da ist für dieses kleine Flügelchen, für diesen Slot. Gell? Und ja, das ist super, weil dann kann man das auch in der Länge auf jeden Fall gut lösen. Damit jetzt der Clip jetzt nicht so weit zum Kronrand hinauf geht, klippen wir das jetzt dann einfach da hier ein bisschen weg. Weil so kann es nicht zu weit hinauf gehen und dann passt es genau am Huf dran. Mhm. Steckt man zur Probe drauf, schieben das schnell und fest rein. Schauen, dass wir da gerade sind mit dem Strahl. Und beim Abstellen schiebe ich nochmal in die Zehe, damit er da schön vorne ist. Jetzt steht sie fest drinnen, dann hebe ich den Hut auf
Und du darfst jetzt mit dem Hammer die Clips zuerst von der Innenseite beginnen. Dendo. Du kannst gleich nur mit dem Hammer. Einmal noch. Stopp, ja. Dann Dendo. Hammer. Gut. Dann Dendo. Gut, stopp. Und jetzt außen nachziehen. Genau, kannst wieder von vorne beginnen, den zweiten. Den zweiten, nicht den ersten, den zweiten. Gut. Und da sieht man nämlich gut, dass es da fällt noch einmal. Und da müsstest du jetzt wahrscheinlich mit dem Hammer ansetzen. Und dann nochmal. Okay. So, dann ist er fixiert. Also wir haben jetzt den ganzen Hufschutz nochmal an der Luise im Huf angepasst und jetzt schauen wir, dass wir diese Montagebalken, diese Montagehilfen da wegmachen. Warum müssen wir die überhaupt wegmachen? Eben, weil sie nur zur Montage gedacht sind und weil sie so leicht vorstehen. Okay. Und damit es einen schönen Formschluss hat, da nichts hängen bleiben kann und so. Man kann das also jetzt machen, indem man da einfach eine Hufraspel nimmt. Das geht relativ einfach. Man kann natürlich auch die Flex nehmen. Ich würde es gerne mal mit der Hufraspel zuerst probieren, weil das haben die meisten Leute zu Hause, die Hufe machen. Ich muss sagen, das geht sehr einfach. Es wird halt optisch nicht so schön, weil da so kleine Raspeln entstehen, die man dann wegziehen kann. Aber man kann sich auch im Baumarkt einfach so ein Gerät nehmen. Mit dem kann man... Wenn man es einschaffen. Ja. Mit dem kann man es dann auch machen. Ja? Jetzt müssen wir den Megasus, nachdem wir ihn zugeschnitten haben, ein bisschen mit Bremsenreiniger reinigen, damit er ein bisschen staubfrei wird. Das heißt, ich sprühe jetzt nochmal ein bisschen an. Okay. Man kann es dann auch mit einem Tuch ein bisschen sauber tupfen und trocken tupfen. Also richtig reiben auch. Also okay. Richtig gut ausreiben. Dann ist jedes Fett weg. Okay. Also wir müssen das Fett wirklich wegbekommen, was uns der Kleber nicht gut haftet, oder? Genau. Natürlich tut man ja während der Montage immer zugegreifen und greift mit seinen Fettfinger alles an. Ja. Genau, jetzt darfst du sozusagen nie mehr ankommen dort. Okay. Schieben wir den mit Schwung drauf. Schauen, dass er gerade ist. So passt er. Vorne passt er an, gell? Mhm. Ja. Ist richtig gut drinnen. Fertig mal an, so. Und jetzt wickeln wir. Okay. Die Hüfte da ein bisschen mit. Dort. Welche Richtung? Da? Andere Richtung. So, da beginnen wir. Und jetzt gehst du einfach im Kreis. Okay, und warum so. Wickle ich das jetzt? Damit wir nachher kleben können. Okay. Man sieht es. Warte, weiter. Raufwickeln, passt schon. Weiter, raufwickeln. Also schön fest und eng dran. Ja, das passt auf jeden Fall. Zwei Schwünge machen wir noch, dann sind wir auf jeden Fall sicher, dass die Clips 100% an der Wand anliegen. Okay, und jetzt reißen wir das ab und ist schon passiert. Und ab dem Zeitpunkt kann sich jetzt auch gar nichts mehr verdrehen. Also du bist komplett sicher. Jetzt haben wir das ganz fest gewickelt, damit die Aufzüge schön satt an der Wand liegen. Und jetzt versuchen wir das dort zum Kriegen, die Folie. Und spannen die Folie so runter. Also die Spannen ist wichtig, damit wirklich die Clips dann satt anliegen, damit wir den Kleber reinführen, dann, dass die so bleiben. Genau, jetzt sind sie da komplett angespannt und ich kann super stressfrei gehen. Also wir haben uns jetzt Handschuhe angezogen und diesen Kleber in diese Vorrichtung hineingetan, damit man dann nachher einfach nur noch leichter kleben kann. Und der Charlie wird euch jetzt zeigen, wie man das dann einfach klebt. Bitte? Ja, genau. Also ich tausche als erstes einmal gleich gegen eine frische Kanüle aus. So, es wird diffundiert.
Dann hebe ich den ersten Clip an, fahre mit der Kanüle ganz rein und da kommt schon der Kleber, füllt mir das aus, ich fahre langsam zurück und da sieht man schon, wie der Kleber rauskommt. Mache das gleiche bei der nächsten auch. Kleber kommt raus, bei der nächsten auch. Kleber kommt raus, da ist es drüber gerutscht. Kleber kommt raus. Dann streiche ich das mit dem Finger sauber ab, damit es einen schönen Abschluss kriegt und schön ausschaut. Thank you.